Ja, wir haben das mal gemacht für ein Geburtstagskind im Plonschli, Husbyries draußen. Ja, Show kann man nicht sagen, aber ich habe da sowas versucht mit mehreren Bands zu machen. Unter anderem auch, weil er Stones-Fan war, haben wir versucht, also jetzt eine Band zusammenzustellen. Dann fragte ich mal hier den Hannes Wendt, ob der vielleicht mal singen würde, so, ne? So 7 Stücke, 7, 8 Stücke hatten wir da so vor. So als Geburtstagsgeschenk. Und ja, der Frank Schmidt war am Keyboard. Ich war ja noch Gitarre gemacht. War Maggi schon dabei? Ja, Maggi mag was und hat Gitarre gemacht. Also das war also so super und kam auch toll an, dass wir dann einfach weitergemacht haben. Und dann haben wir den Namen entwickelt, in einer anderen Schreibweise natürlich. Und ja, und das ging auch eine Zeit lang auch recht gut. Ja, also das ging ja richtig gut.